Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Unboxing Sartorks. Ich habe hier ein kleines Päckchen von Nippon Art. Habe es schon mal aufgemacht und schon mal reingelunzt. Und zwar ist da das erste Volume Prison School drinne in der Sammelschuber-Version. Schon von Folie befreit, deswegen kann man das jetzt gleich mal so ringsherum zeigen. Dazu werde ich dann auch ein paar Worte im nächsten Anime-Update sagen. Das ist der zweite Teil von meinem Anime-Update ist ja jetzt vor ein paar Wochen fertig geworden. Link dazu nochmal in der Beschreibung. Wer es noch nicht gesehen hat, kann sich sehr gerne mal angucken. Und ja, außerdem sind noch einige Bildgalerien fertig geworden mittlerweile und noch ein anderes Video. Schaut einfach mal bei den Links in der Videobeschreibung vorbei. Ja, hier haben wir jetzt den Platzfüller. Da ist eigentlich auch viel zu schade zum Wegwerfen, wenn der immer bedruckt ist. Die nehme ich meistens auseinander und schiebe sie irgendwo in einen dünnen Spalt rein, wo Platz ist halt. Ja, hier ist das Zettelchen, was eigentlich hinten an dem Schuber dran ist. Drauf sind hier drei Episoden, ca. 75 Minuten geht das Ganze. Mit dabei ist ein Booklet, ein Sticker und ein Wendecover. Alles natürlich in der Auflösung Full HD. Und die deutsche Sprachausgabe kommt mit 5.1 Ton her. Ja, zu der Serie, die wurde ja ursprünglich im Simulcast schon gezeigt, da bin ich leider nicht dazu gekommen. Umso mehr freue ich mich, dass es jetzt auch als Home-Release auf DVD und Blu-ray geschafft hat, weil ich ja schon ein bisschen was über die Serie gehört habe und sehr gespannt bin, wie es denn so wird. Und ich denke mal, dass der Nippon Art in der deutschen Sprachfassung auch gute Arbeit abliefern wird. Wo wir gerade bei der Sprachfassung sind, habe ich gerade vorhin noch die News gelesen, dass der YouTuber Kurono ja eine Hauptrolle da spricht. Da bin ich mal gespannt, wie das denn wohl so geworden ist. Ja, hier haben wir erstmal den Aufkleber und ein Knast-Tagebuch mit Charakterinfos. Ja. Und dann haben wir hier noch ein Mini-Poster. Und auf der Rückseite nochmal eine Werbung für den Manga ist, der ja hierzulande bei Egmont erscheint, wenn ich das richtig erkenne. Ja, ich habe viel zu wenig Zeit. Also den Manga wollte ich auch irgendwann nochmal anfangen. Bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen. Und dann haben wir hier noch das Wendecover gewohnt, ohne hässliches FSK-Logo. Ja, vielen Dank nochmal an das Bereitstellen für dieses Exemplar, und wie gesagt, dazu wird dann eine Meinung in dem nächsten Anime-Update folgen, was dann die nächsten 2 bis 3 Wochen kommen sollte. Weil vorher habe ich noch ein paar Season-Meinungen offen, und ja. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.